Erfolgsgeschichte geht weiter. Großer Erfolg für Marc Neukirchen. Der Musikwinkel mit der vogtländischen Musikinstrumentenbaukunst wurde durch die Kulturministerkonferenz in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbe aufgenommen. Damit erfährt die über 350-jährige Tradition des hier ansässigen Musikinstrumentenbaus eine große Würdigung. Zusammen mit 26 anderen Kulturformen in Deutschland hat nun der Musikwinkel die Chance, in ein noch exklusiveres Verzeichnis aufgenommen zu werden. Von dort aus werden nun in regelmäßigen Abständen Vorschläge nach Paris zur UNESCO, also sprich zum internationalen Verfahren, weitergeleitet. In diesem Verzeichnis zu erscheinen, wäre eine noch größere Anerkennung für den vogtländischen Musikinstrumentenbau. Eine internationale Anerkennung würde das Ganze noch etwas bedeutsamer machen und würde auch den internationalen Blick hier nach Deutschland lenken und in die einzelnen Regionen. Deutschland wird seine erste Nominierung bei der UNESCO im März kommenden Jahres einreichen. Dann hilft nur noch Daumen drücken.